Wer wünscht sich nicht einen intelligenten Roboter? Einen, der nicht mehr mechanisch immer die gleiche Bewegung wiederholt, sondern flexibel reagiert. Viele Industriebetriebe wollen in Zukunft mit solchen intelligenten Maschinen produzieren. Roboter der niederländischen Firma Cellro können das. Sich zum Beispiel selbstständig auf neues Material einstellen, auf passendes Werkzeug wechseln und die Bearbeitungszeit anpassen. Hier haben sie unendliche Möglichkeiten. Es geht nur darum, was kann ich auf die Maschine machen? Wie groß ist er? Was habe ich für Werkzeuge? Mache ich Aluminium oder habe ich zoveel Werkzeuge, dass ich auch andere Materialien machen kann? Jede fünfte Anlage verkauft das Unternehmen nach Deutschland. Für die Kunden entwickelt Cellro jeweils eine eigene Software, die dann die Produktionsabläufe selbstständig organisieren kann. Gefragt ist das bei kleinen Serien in der Medizintechnik und anderen Branchen. Die Branche, die die Flexibilität benötigt. So nicht die Branche mit der Millionenproduktion, ja, ein Teil 5 Millionen machen. Nein, die Unternehmen, die schnell reagieren müssen auf die Markt. Heute mache ich das, morgen mache ich das. Das kleine Land Niederlande ist eine große Handelsnation, international und innovativ. Auch das 300 Jahre alte Textilunternehmen Tencate entwickelt immer wieder neue Exportprodukte. Früher wurden hier Brautkleider gewebt, jetzt Stoffe für die Industrie. Vor allem Carbon, ein Material, das erwärmt, in jede beliebige Form gepresst werden kann. Unsere Faserverbundwerkstoffe sind industriell weiter zu verarbeiten. Und das ist doch anders als viele andere. Das heißt, für Serienteile, die auch in der Luftfahrtindustrie eingesetzt werden, ist das Material sehr geeignet. Organisches Blech nennt man es auch. Es ist super leicht und wird in modernen Flugzeugen wie dem A380 von Airbus verbaut. Als nächstes soll Carbon in der Automobilindustrie Stahl und Aluminium ersetzen. Denn wenn Autos weniger Sprit verbrauchen sollen, müssen sie leichter gebaut sein. Die Großserie läuft jetzt mit unseren Partnern, überwiegend mit der deutschen Automobilindustrie, schon im Serienversuch. Das heißt, es werden Produktionsversuche gemacht, die Materialdaten sind erstellt. Das heißt, die Automobilindustrie kann also damit konstruieren. Ende Februar hat Alfa Romeo einen Vertrag unterzeichnet. 4000 Sportwagen der Serie 4C bekommen ein Fahrgestell aus Carbon von Tencate. Vom Design her ein Italiener, aber das Skelett kommt aus den Niederlanden.